Eine schöne Teambewertung, die fehlt noch. Unser 20:10 Gold 1 Team, 500k Team. Ich glaube, hinten raus sind es eher so 600.000 Coins geworden. Sagen wir mal 600k. Ja, wir haben ein kleines Experiment in der Weekend League gemacht. Ich wollte mal wirklich mit einem verhältnismäßig günstigen Team in der Weekend League an den Start gehen. Ich weiß, jetzt gibt es wieder so ein paar Experten, die sagen, oha, was für 500k, das ist ja nicht günstig, das ist ja keine Challenge. Also ich habe, kein Scheiß, ich habe mitgezählt, in 30 Weekend League Partien 27 Mal ein günstigeres Team gehabt. 27 Mal hatte ich das günstigere Team. Das heißt, dreimal war mein Team teurer als das vom Gegner. Also ich würde schon sagen, das war eine Cheap Weekend League. Trotzdem ist natürlich kein schlechtes Team, ne? Sind wir uns einig. Ich habe ein bisschen reingeschissen. Sonntag zu viel geraged. Zwei Disconnects noch bekommen. Ich sag euch ganz ehrlich, in einer guten Woche wäre vielleicht auch echt Elite mit drin gewesen. Aber, das sage ich ganz am Anfang der Teambewertung, ich fühle euch alle. Ich habe mich wochenlang über Rashford und so aufgeregt. Aber ich kann jeden verstehen, der Rashford spielt, ne? Wenn du mit einem günstigen Weekend League Team spielst und dir da irgendwie halbwegs was Kreatives zusammenbaust und 15 Mal von Rashford abgeschossen wirst, irgendwann holst du dir den auch. Irgendwann holst du dir den auch. Fühle ich. Ich fühle euch mittlerweile. Wenn man die ganze Zeit von dem gleichen Team gefickt wird, dann baut man das Team irgendwann nach. Fühle ich. Wir fangen an im Tor mit dem guten Loris. Loris fand ich ganz nice, aber jetzt auch nicht ultra gut. Der kostet halt nur 20k. Ich fand den nicht übertrieben. Ich fand den jetzt aber auch nicht scheiße. Ich würde dem so eine glatte 3 geben. So, der hat ein, zwei kleine Böcke gehabt, ein, zwei Mal ganz gut gehalten. Wird dem Loris eine 3 geben, war okay. Dann hatten wir ja zwischenzeitlich hier auch ein bisschen was geändert. Ich habe sehr viel mit Mukiele gespielt. Mukiele kriegt von mir diese Weekend League eine 4. Ich weiß nicht, der war bei mir irgendwie komplett scheiße auf einmal. Hat keinen Zweikampf gewonnen, war viel zu langsam. Kein Plan, deshalb habe ich auch hinten raus nochmal umgebaut. Bin dann auf Navas gegangen. Also Navas, was kostet der, glaube ich, 4 oder 5k? Den fand ich nicht schlecht. Also Navas fand ich besser als Mukiele. Sich halt irgendwie ein bisschen dynamischer gespielt. Navas würde ich eine 3 plus geben. Kunde fand ich sick. Kunde fand ich richtig sick. Einige meinten, der ist komplett scheiße, aber Kunde war bei mir eine richtige Maschine. Vor allem, weil der halt nichts kostet, weil du dir den erspielen kannst, der kriegt von mir eine 1 minus. Na? Und da musst du ja auch noch bedenken, irgendwann kriegt der halt nochmal ein Upgrade. Hoffentlich. Wenn er so auf 84 in die Richtung geht, Junge, Alter, dann ist die Karte sick. Der kriegt von mir eine 1 minus. Auch ein, zwei Fehler mit drin gehabt. Aber halt für eine Karte, die du dir halt zocken kannst, war der auf jeden Fall sick. Genau, wen ich auch gut fand, war halt wirklich Theo Hernandez, ne? Der kostet 3000 Coins und das ist so ein solider Verteidiger für 3k. Auch der hat ab und zu seine Macken drin, aber ich habe halt von dem nichts erwartet. Ne? Der kostet halt 3k, was willst du von dem erwarten? Was ich bei Theo Hernandez halt ganz nice finde, ist, dass der auch mit dem Ball umgehen kann. Lucas Hernandez. Sorry, Lucas Hernandez. Wild, wie komme ich auf Theo? Der ist auch ganz nice im Spielaufbau so. Den finde ich nicht verkehrt. Kostet halt original fast auch nichts. Dem würde ich eine 2 minus geben. Der war jetzt nicht ultra krass, aber für den Preis ist es wirklich ein solider Verteidiger. So, ich gebe dem eine 2 minus. Fand den nicht verkehrt. Ja, links Alphonso Davies. Ich habe vorher Jordi Alba gespielt. Jordi Alba, keine Ahnung, finden super viele scheiße. Ich fand Jordi Alba auch super solide, kriegt von mir eine 2 minus. Musste dann hier aber chemiemäßig ein bisschen was umändern, weil ich auf Rashford umgestellt habe. Davies ist halt eine 1 plus mit Sternchen, ne? Das ist so krass, Alter. Ich glaube, der kostet auch mittlerweile nur noch so 20k oder sowas. Alphonso, ja, 10k, Alter. Alphonso Davies, ich finde, man braucht da gar nicht groß einen anderen Linksverteidiger. So, der ist so schnell. Ausdauer 79, jetzt nicht so krass, aber merkt man, finde ich, gar nicht. Der ist am Ball stark. Davies kriegt von mir eine 1 plus mit Sternchen. Ich liebe den Typen, Alter. So, machen wir weiter. Mittelfeld, Paulinho, auch ganz klare 1. Ultra starker Achter. Ich feiere den Typen extremst. 4 Sterne Skills, torgefährlich. Ausdauer ist komplett krass. Zweikampfschlag, Dribbling ist nice. Paulinho sehr, sehr stark gewesen. Dann habe ich daneben auf der Doppel-6 Fred gezockt. Fred ein bisschen defensiver. Fred kriegt von mir eine 3. Der war ganz solide. Der war ganz solide. Der war nicht krass. Der war aber auch nicht scheiße. Der war halt hier einfach Chemiehure für Rashford. Fred kriegt eine 3. Wer nice ist, ist Lorente.
Lorente habe ich viel gespielt, hinterher dann nur noch eingewechselt. Lorente kriegt von mir eine 2+, war ja für mich kostenlos, weil ich den als Team of the Week Upgrade, ach, hier als Foot Champions Upgrade-Dings da gezogen habe. Lorente fand ich echt sick. Vor allem, den kannst du halt überall einwechseln, kannst du auf der 6, 8, Mittelfeld kannst du den quasi überall zocken. Dann habe ich auf der 10 Paulinho gespielt und Paulinho ist einfach immer, ach, Paulinho sag ich schon, Talisca ist einfach immer noch Liebe, ne? Talisca ist einfach Liebe. Das einzige Problem bei dem ist irgendwie die Ausdauer in der Formation. Der war immer so zur 70. Minute komplett platt. Und je länger das Spiel dauert, desto langsamer wird er irgendwie. Also es fühlt sich nicht so an wie 87 Tempo leider. Aber der Schuss von dem mit dem linken Fuß ist so geil. Also ich würde mich schwer tun, dem was Schlechteres als eine 1- zu geben. Eine 1+ diese Woche nicht. Da wird er auch manchmal gechoked, aber der hat mich auch so häufig durchgecarried. Ich gebe dem eine 1-, eine 2 wäre unfair. Weil dafür war der halt einfach zu gut, der Talisca. Ich liebe den Typen, ne? Vielleicht ist der aber auch im Sturm noch besser. Müssten wir mal ausprobieren. Dann außen. Fangen wir erst mit dem Typen an. Ansu Fati, holy shit, 6-. Gibt es eine 6-? 6-. Ich habe für die SBC 170k gezahlt, den von Anfang an gespielt. Gott ist der scheiße. Gott ist der scheiße, der war am Anfang der absolute Starspieler bei uns im Team und er war so schlecht, 6-. Hilfe, war der kacke. Lukas hingegen, für die 25k, hat jetzt nicht ultra viele Scorer, ich habe den dann auch hinten raus immer gegen Bale ausgewechselt. War ganz solide, dem würde ich eine 3+ geben, den fand ich jetzt nicht so verkehrt, also für 25k kriegt man da auf jeden Fall einen viable Flügelspieler, so. Aber halt auch nicht mehr, ne? Weil es kein absolutes OP-Biest, was alles auseinander nimmt, würde ich eine 3+ geben. Fand den ganz nice. Ja, links außen. Rashford. 8 Scorer in 12 Spielen auf dem Flügel. Der kostet halt 200k. Und ich habe den dann ein, zwei Spiele auch im Sturm spielen lassen. Und ich habe den zu einem Zeitpunkt gezockt, wo ich komplett im Tilt war. Und mir ist trotzdem aufgefallen, was das für eine eklige, overpowerte Karte ist. Ich möchte aber trotzdem einfach aus Prinzip, damit den niemand kauft, sagen, ich gebe dem eine 6. Rashford ist so schlecht, holt ihn euch nicht. Rashford ist richtig kacke. Der macht gar keinen Spaß zum Spielen. Der ist viel zu teuer, der ist nicht overpowered, der ist schlecht. Den spielen die Leute auch nur in der Weekend League aus Mitleid. Die Karte kann eigentlich nichts. Rashford kriegt von mir eine 6. Der ist richtig schlecht. Richtig schlechte Karte. Kein Plan, warum den jeder spielt. Ja. Rashford 6. Nee, Spaß beiseite, der ist schon krass. Der ist schon krass, ehrlich. Bei mir war der jetzt aber für die 200k, die der gekostet hat, war der jetzt nicht so krass, wie ich es erwartet hätte. Ich würde ihm eine glatte 2 geben. Also jetzt mal Real Talk so. Ich würde ihm eine glatte 2 geben. Der ist schon stark. Auf dem Flügel war er aber wahrscheinlich auch ein bisschen gewastet. Aber guck mal, ich habe mit einem 600k Team gespielt und der hat 230k schon alleine gekostet. Kein Plan. Also ich fand den Rashford halt nicht so stark wie diesen Teixeira. Der ist halt eine krasse Maschine. Ich habe 150k für den bezahlt. Der kriegt von mir eine glatte 1. 1+ nicht. Dafür hat er manchmal auch ein bisschen gechoked. Aber die 4 Sterne schwacher Fuß fühlen sich bei dem an wie 5 Sterne schwacher Fuß. 94 Pace. Junge, Junge, Alter. Der rennt so absolut durch. Der hat so rasiert. Teixeira. Richtig, richtig krank, ne? Richtig, richtig krank. Der kriegt von mir eine glatte 1. Der war echt sehr, 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 sehr nice. Also, der kriegt von mir eine klare Empfehlung. Ich weiß nicht, was der mittlerweile kostet. Zwischenzeitlich war der dann wieder bei 190k. Ist jetzt so bei 180 um den Dreh, 170. Dann irgendwie Donnerstag günstig 150 bekommen. Aber der ist schon krass. Was würde ich dem Team insgesamt für eine Note geben? Ich würde sagen, eine 2-. Ja? Warum nichts Besseres? Dafür war einfach so, keine Ahnung, hat so ein bisschen die Balance gefehlt. Die Verteidigung war halt irgendwie jetzt auch nicht ultra krass. Also Kunde und Davis haben mir gut gefallen. Aber Lloris, Navas und Hernandez, die waren so ganz okay. Tendenz zu gut, aber haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Wen würde ich aus diesem Team weiterempfehlen? Teixeira, klare Weiterempfehlung. Talisca, Paulinho, klare Weiterempfehlung. Kunde und Davis auch. Hernandez, wenn ihr nicht Chemiehure für einen günstigen Preis braucht, auch. Navas könnt ihr als Chemiehure auch spielen, aber baut da einfach irgendwas anderes. Lloris fand ich jetzt nicht so nice. Fred war halt bei mir eher eine Chemiehure. Lukas war okay.
Und Rashford, sage ich euch ganz ehrlich, nach 8 Spielen oder nach 12 Spielen, schwer zu sagen, ob ich den weiterempfehlen kann. Alles in allem, Weekend League Team 2-. War okay, ne? Man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, das war ein 600.000 Coins Team und ist auch nicht so das absolute 0815-Ding gewesen. Ich meine, klar, wir haben ja auch so OP-Spieler drin, die viele Leute zocken, ne? Aber rein theoretisch brauchst du ja eigentlich nur ein Premier League-Franzosen-Team so mehr oder weniger bauen. Deshalb hat schon Bock gemacht, ja. Hat schon Bock gemacht, ne? Was habe ich für eine Formation gespielt? Meistens eigentlich 4-3-3 mit den Taktiken hier. Und dann in-game die Formation. Das Ding ist halt bei dem 600k-Team hier, schreibt auch gerade Tommy in den Chat so, es gibt halt für 600k bessere Teams, die ihr euch bauen könnt. Ist einfach so. Da gibt es bessere Teams, ne? Aber alles in allem, wenn ihr das nachbaut für die Weekend League, dann habt ihr auf jeden Fall ein konkurrenzfähiges Team. Ja? Es ist nicht das absolute Meta-Team, mit dem ihr alles wegrotzt, aber es ist ein konkurrenzfähiges Team. Ja? Das auf jeden Fall.